Oh, willst du mich verarschen? Hallo und herzlich willkommen zurück bei den deutschen VR-Gamern und auch zurück bei Contagion VR Outbreak. Und heute, Freunde, zocken wir das zweite Kapitel. Da stand bisher nur, dass wir mit unserem Bruder in einem Auto auf Reisen sind und in etwas hineingeraten, was wir nicht erwartet hätten. Und zwar auch in Ärger reingeraten. Ja, was das bedeutet, wenn wir jetzt gemeinsam erleben. Bis gleich. Are you serious? Well, you just fixed this thing last week. I'll just pull over. Damn it! No sense in making a fuss over it at this time of night. Well, here we are, broken down in the middle of the desert. Hey, I tell you what. Why don't you take a quick peek under the hood while I walk down to the gas station up ahead and see if there's a crazy work-starved mechanic looking to help a couple of brothers fix their pile of shit. Yeah, well, at least I have a piece of shit. Touché. Touché. Well, I think I'm going to head up to the hotel and check to see if we can get us a room for the night. I seriously doubt there's anyone that can take a look at our car at this hour anyways. All right. Sounds like a plan. I'll see you in a bit. Krass, er hat auch noch Fähigkeiten und Talent. Mein Junge, er ist Bauchredner. Krass. Muss mal in der Show auftreten, mein Freund. Ja, da sind wir, ne? So, wir haben anscheinend hier eine Panne. Alter, aber unser Auto sieht ja auch aus. Alter Schwede. Dass wir überhaupt damit noch gefahren sind. Dass es überhaupt noch ging, das Auto. Das ist schon ein Wunder. Warte mal, haben wir unser Handy? Nee, haben wir nicht. Hier haben wir kein Handy bei. Doch. Was? Warte mal. Nee, okay, ist ein kleiner Fehler. Das heißt Fehler, also. Handy haben wir eigentlich theoretisch hier nicht bei. Ich wollte hier mal Licht reinmachen. Der Junge sieht doch nichts. Verdammt nochmal. So. Und zwar, es hat sich zur letzten Folge sich auch hier so ein kleines bisschen was geändert. Auch das Menü. Kann man gleich hier zugreifen auf Up und Down. Ich setze die Aufnahmesession, die letzte ist ein bisschen her. Ich glaube, ich musste vorher extra nochmal auf etwas rauf, um das einzustellen. Aber, was mega geil jetzt ist, im Gegensatz zu davor, brauche ich jetzt nicht mehr blöde umstellen, denn wir können jetzt crouchen, Freunde. Zack, 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 zack. Genau das ist das gewesen, was ich gebraucht habe. Weil das ist nervig, so im Sitzen, wenn man im Sitzen zockt. Und dann muss man nochmal extra umstellen, wenn man untenrum nicht rankommt. Denn habe ich genau das gebraucht. Nur kurz ducken und mal kurz rumhantieren. Fertig. So muss es sein. Können wir schneller laufen eigentlich? Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Also auf jeden Fall auch jetzt, wenn ihr das Video gerade seht, müsste auch das auf jeden Fall schon draußen sein, auch in den deutschen Stores. Zum Zocken für euch. Alter, okay, hier ist auch schon eine Leiche, aber die sieht nicht so gut aus. Also da, Arm sieht schon irgendwie zombie-mäßig aus, ne? Officer, ist alles in Ordnung hier? War hier ein Unfall? Kennt ihr diese Gaffer? Ich bin jetzt auch mal so ein Gaffer so. Foto machen. Video. Wir haben hier freie Fläche. Aber ich vermute fast, dass es hier nichts bringt. Also würde mich erstaunen, wenn jetzt auf einmal hier Zombies und alles wären. Scheiße wäre es auch, weil ich keine Waffen habe. Ih, da unten ist auch noch was. Hier sind überall Wohnwagen. Okay, hätte ich auch Arschkarte. Wir haben keine Waffe oder so, ne? Gar nichts. Aber wir können uns hier frei bewegen. Hier sind ja welche. Hallo? Alter.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass wir hier so frei rumlaufen können. Ich dachte, jetzt ist hier auch gar nichts. Aber hier sind ja Leute. Hallo? Hallo? Alter, wow, ihr habt aber Hunger, ne? Alter, was ist das für fettes... Was sind das für fette Dinger? Hey, alles gut, alles gut. Es wird alles gut. Hä? So, kurz gucken. Ich habe wieder mal natürlich mein Mikro getroffen. Alles gut. So. Dann sind wir auch einmal kurz hier rumgegangen und haben mal geguckt, ob hier irgendwas ist. Ich hoffe, wir treffen auch auf nichts, da, wie gesagt, wir keine Waffen haben, ne? Das wäre schon scheiße. Okay, hier kann ich auch kein Auto aufmachen. Oder finden wir hier vielleicht eine Waffe? Aber glaube ich auch eher nicht. Zielmission ist ja eher da. Beim Dreieck. Erstmal eskaliert da ein Rauchen am Tank. Perfekt. Okay. Alter, die Wolken, die bewegen sich aber auch richtig krass. 300 km/h, ey. Oh Gott, ich höre was. Rascheln jedenfalls. Okay, jetzt habe ich doch Schiss. Ist immer schön geschmeckt? Oder vielleicht kommen wir hier noch hin. Man konnte ja auch durchschalten. Ich habe gesehen, irgendwie für diese Mission, das hat, glaube ich, 2 Kapitel. Und das zweite war, glaube ich, auch im Hotel. Das müsste vielleicht hier denn. Also ich habe selbst keine Ahnung. Vielleicht, weil man da auch sich rumbewegen kann, vielleicht kommen wir da denn noch hin. Oder müssen da noch was machen. Oh, ein Bus, ein verlassener Bus. Und Koffer. Und das Schild ist falsch gedreht. Hier muss was passiert sein. Hier ist sogar noch Licht an. Out of order. Wow. Okay. Ja, also das mit dem Ducken ist schon mega, mega nice. Das gefällt mir. Das entlastet mich auch sehr, sehr stark. Ist vielleicht für welche, die im Stehen zocken, gar nicht so das Problem. Ist dann auch anders. Aber ja, wenn man halt im Sitzen zockt. Genau, perfekt. Ah, siehst du ja im Hotel. Hallo? Officer? Hey, buddy, you got a second? Ja? How can I be of help, officer? Listen, my partner, he's been gone longer than expected. Since I can't leave my post, would you mind just poking your head inside and making sure he's all right? Sure. I was headed that way anyways. Thanks, son. I appreciate it. Okay, also nochmal zusammengefasst, wir hatten eine Panne, Freunde. Und ja, wir wollten jetzt mal hier hinkommen und gucken, ob da uns vielleicht auch jemand helfen kann oder irgendwie sowas. Hier ist der Officer, anscheinend hier ein Gefängnistransport. Gefängnistransport, hier, ja, hier Gefangene, ne? Wisst ihr ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja, der liebe Officer hat uns gerade gebeten, sein Partner ist hier reingegangen, aber ist jetzt schon länger weg. Und er kann seinen Posten nicht verlassen wegen den Gefangenen. Können wir da mal reinschmummeln? Wegen den Gefangenen kann er seinen Posten nicht verlassen, ob wir mal für ihn mal reingucken könnten, ob alles okay ist. Da sind die Gefangenen. Ist jeder Platz besetzt? Ach, da, guck mal, jetzt können wir durchgucken. Einer bewegt sich da mehr. Ey, durch die Scheibe sahen die aber schon komisch aus, ne? Haben die vielleicht vergessen zu ändern? Oder sind die schon verwandelt oder sowas? Guck mal, das Gesicht, oder? Das kommt mir so vor. Oder ist es durch das dunkle Glas nur so? Die sehen für mich so eklig aus, glaube ich. Guck mal, der hat auch schon Blut an der Jacke. Oh Gott, ich glaube, die sind verwandelt, Alter.
Hier, kannst du Posten verlassen. Schließ bitte ab und geh. Wirf den Schlüssel weg. Okay, fuck. Ja, ich wollte nur tanken. Okay, dann gehen wir gleich mal rein. Gucken nach seinem Kollegen, ob alles gut ist. Natürlich schauen wir uns aber auch nochmal um. Huh. Locked. Verschlossen. Gotta be some clues around here to figure out the door code. Was? Türschloss? Türcode? Ah, ich kann durchschmummeln. Aber nur ganz leicht. Okay. Ah, wir haben noch gar keine Waffen, ey. Zack. Okay, können wir nicht aufnehmen. Gut, dann gehen wir mal rein. Das ist natürlich immer wichtig. Erstmal nochmal umgucken. Vielleicht findet man noch irgendwas. Hätte ja sein können, dass wir jetzt auch schon irgendwie eine Waffe finden. Eine Pistole auch oder so. Okay. So, der erste Schocker. Hallo? Hallo? Oh. Is there anyone in here? Officer! Ihr Kollege sucht sie. Sie sollen hier schon eine Weile weg sein. Oh, okay. Ich zock mal ein bisschen hier. Das wäre nice, wenn es gehen würde. Mhm. Kann man hier nicht rein? Aber da leuchten Sachen, als wenn man die aufnehmen kann. Aber Tür geht nicht auf. Da oben ist auch noch was auf der Lampe. Haben wir irgendwas im Rucksack schon? Oh! Und sein Ausweis. Okay. Was? Habt ihr es gehört? Privat. Warum kriege ich denn die Tür hier nicht? Das macht ja nicht mal Ruckel Ruckel oder so. Okay, scheiße, ey. Oh Gott. Wir haben Sicherheitskameras. Sieht aber noch alles gut aus. Abraham Lincoln. So, Getränke. Können wir aber auch nichts nehmen. Jetzt ist die Frage, von wo kam das her? Scheiße, hier ist auch schon was passiert. Oh nein, ich habe Angst. Privat. Toiletten. Wir müssen jetzt zu den Toiletten. Und ich habe keine Waffe. Das ist das Schlimmste überhaupt eigentlich gerade. Oh, Alter! God damn. Like fucking cockroaches. Oh, fuck. What happened? Wait. Where am I? Ach du Scheiße. What the fuck? Der ist weggefahren, oder? Kommen wir hier raus? Nee, nix. Doch, ich bin frei. Jetzt bin ich eingesperrt. Ich bin frei. Alter, habt ihr den gesehen? Aber der war verwandelt. Der sah schon aus wie ein Zombie. Aber der hat geredet. Also als wenn er... Ich weiß ja, ich weiß nicht. Sonst normalerweise, die Zombies reden ja nicht. Vielleicht waren die schon trotzdem... Der Skin war schon so von ihnen. Sag ich jetzt mal.
Da hat er uns einfach niedergeschlagen und uns hier eingesperrt. Also sah schon voll eklig aus mit so einer Gasmaske und wie ein Zombie. Muss mal kurz gucken. Hier glitzert was. Ja, komm, ich muss da rein. Ja, ja, warte, warte. Greifhilfe. Mann, helf mir doch mal. Wozu habe ich dich denn eingestellt hier? Angemacht. Greifhilfe. Jetzt. Okay, wieder so eine Sicherung. Okay, die heben wir uns jetzt mal hier auf. Nein! Okay, die legen wir uns irgendwo hin, wo es bleibt. Puh, ich hab nur Schiss, dass jetzt hier irgendwie Zombies kommen. Das wäre jetzt das Schlimmste überhaupt. Erstmal nach Waffen suchen, ey. Und nebenbei gucken, was hier glitzert. Oh. Alter, 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 ey. Einen neuen. Was? Ja. Nice. Nein! Ich weiß nicht, wie es hier abläuft. Bitte nicht, dass der sich hier verwandelt hier oder so. Hast du eine Waffe bei gehabt oder? Mann, ey. So, trinken. Keine Ahnung, was das Trinken, was wir damit machen sollen. Ich nehme es mal. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob die was bringen. Ich will jetzt meinen Platz nicht so überfüllen. Aber das können wir als Heilung. Ah, hier ist noch eine Sicherung. Packen wir auch mal hier hin. Zack. Wuff. Okay. Ich habe echt Schiss, dass hier irgendwelche rauskommen. Irgendwelche Viecher. Oder reinkommen, besser gesagt. So, haben wir hier irgendwas? Nee, durchsuchen können wir hier auch nichts. Hier können wir was durchsuchen. Wieder eine Zahl. 6. Eine Pistole. Zwar eine kleine, aber wir haben eine Pistole. Perfekt, perfekt. Ist schon mal was. Ist schon mal was, Freunde. Besser als nichts. Die kriegen wir nicht auf. Die auch nicht. Okay. Ach, guck mal, da kommen die Zahlen hin. 9, 6. Und hier ist ein Code. Okay. Das ist der Weg nach draußen, glaube ich. Da hat er irgendwas gesagt. Der braucht einen Türcode. Und das ist der Code, den wir rausfinden müssen. Wir müssen die Zahlen finden. Und hier ist auch noch ein Safe. What? Ne. Okay, Taschenlampe, auch sehr gut. Okay, nice, nice, nice. Die kann ja auch nicht alle werden, ne? Dann mache ich die mal an. Dann haben wir hier immer Licht bei uns. So, perfekt. Perfekt, perfekt. Ich guck mal, ist die schon nachgeladen oder muss ich noch durchziehen? Ich teste mal kurz. Nee, okay, ich muss noch durchziehen. Mach ich mal lieber jetzt schon. Dann sind wir ready, Alter. Dann sind wir ready. Nix. Dankeschön, Spiel. Danke. Vielen Dank. Für deine Liebe. Vielen Dank. Für deinen Support. Okay. So, da oben habe ich auch schon entdeckt. Hatten wir ja von draußen entdeckt, dass da oben was ist. Scheiße, ey.
Aber gut, ich glaube, hier wird jetzt nichts kommen. Hier irgendwas? Nee. So, da oben, wie kommen wir denn da ran? Normalerweise müsste man machen so, ja, du musst jetzt eine Leiter finden, um da ranzukommen. Aber wir können ja theoretisch schummeln. Ach so, abwerfen. Abwerfen, deshalb die Dosen. Jetzt verstehe ich. Oh, scheiße. Muss hier echt aufpassen ein bisschen, ne? Falsche Taste. Scheiße. Ja! Beim ersten Mal! Komm, nimm! Mann, ich sitze, ich kann nicht so tief. Na gut. Warum kommt denn die Greifhilfe nicht? Komm. Oh, das Spiel will mich ärgern, ne? Das Spiel will mich wirklich ärgern. Komm jetzt. Willst du mich verarschen? Ey, jetzt dein voller Ernst. Ach, Spiel, ey, Spiel. Ganz ehrlich. Hä? Warum? Jetzt. Die vier. Oh Mann, ey. Ich konnte die Dose nicht nehmen. Und das Ding zuerst auch nicht. Okay, okay. Wir müssen wieder größer werden. So. Da ist noch, das ist noch vom Waschbecken. Hier draußen ist aber nichts. Schön, dass wir die Taschenlampe auch haben. Jetzt ein bisschen mehr Licht. Ich habe in der ersten Folge vergessen, im ersten Kapitel vergessen, die Taschenlampe anzumachen immer. Aber ich hatte auch Schiss mit den Zombies, wo ich ruhig sein musste, dass das Licht irgendwie aufgeschreckt hätte. So, hier können wir an die Sicherung ran. Aber jetzt machen wir hier mal Licht an. Drei fehlen noch. Ich habe keinen Plan. Oder irgendwie was Gemeines auf dem Auto oben drauf oder. Wir müssen hier auf jeden Fall raus. Das ist schon mal Tatsache. Ach so, wir waren die ganze Zeit geduckt. Hier war ja nichts. Okay, kümmern wir uns mal hier um die Sicherung. Zack, zack, zack. Wie viele brauchen wir? Drei, genau drei. Okay, bitte keine Zombies. Aber das ist ja eigentlich Sinn des Spiels. Oh Gott, wir können hier was rumschieben. Warum? Das muss einen Sinn haben. Das muss einen Sinn haben. Hä? Das muss doch einen Sinn haben. Hä? Okay. Okay, was passiert jetzt? Oh Gott, ich hab so einen Schiss. Gehen wir erstmal hier zu. So wie ich es verstanden habe, hat der Chibi. Ach, hier ist noch ein Tresor. Wie komme ich denn hier ran? Der Chibi hat uns hier eingesperrt, ist abgehauen, ey. Was ist bloß mit unserem Bruder, ey? Hoffentlich hat es den nicht irgendwie, ist der nicht zu dem hin. Was ist das denn? Ach so, das ist die Innenausstattung. Ach, da ist der Hebel. Okay. Weh, hier steht jetzt einer auf.
Komm schon, Baby. Okay. Was? Was haben wir jetzt angemacht? Oha. Okay, wir kommen weiterhin hier auch nicht raus. Alter, Scheiße, Mann. Der PC? Der PC oder wie? Nee, hätte auch keinen Sinn. Ich verstehe jetzt nicht, was wir jetzt angemacht haben. Ach, hier! Der Tresor? Ist wegen der Sicherung aufgegangen? Oh, Scheiße. Oh nein, wir können hier jetzt wahrscheinlich irgendwo raus. Ich nehme einfach die Waffe schon mal. ja, wo passt die jetzt rein? Hier? Ja, der passt genau dort rein. Macht euch bereit, Freunde. Taschenlampe am Start, Waffe am Start. Wo ist der andere? Oh nein! Hey, stay away. I don't want to have to hurt you. Was ist das? Ist das eine Spielzeugwaffe? Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Ach du Scheiße! Was ist denn das? Alter, war das einfach eine Betäubungspfeile oder was? Okay, durchatmen. Ach du Scheiße. Uah! Weg hier! Alter. Okay, legen wir uns auf. Der andere Typ ist auch wach. Der wird auch zum Zombie. Okay, komm her, mein Freund, Sportsfreund. Ja. Ja, bringt viel. Geil. Von hinten, komm. Wow. Nice. Sehr nice. Komm her! Du Scheiße! Ist er tot? Okay. Ich weiß, dass der am Leben ist. Was ist am Leben? Tod, meine ich. Guck mal, der bewegt sich. Oh, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Aber steht der auf? Hast du Angst? Komm her. Wir hätten 100% irgendwo da noch Munition gefunden. Tut mir leid, ich muss sicher gehen.
Was ist das? Ja, ich weiß, Schraubenzieher. Okay, hängen wir uns mal an. Kriegen wir mal hier nicht auf. 8. Scheiße, also der Polizist ist schon zum Zombie geworden. Da unter? Nee. Okay, jetzt müssen wir einen auf den Detective machen hier. Ich würde jetzt vermuten, wir müssen weiter den anderen Zettel suchen. Oder die letzten beiden anderen. Vielleicht auch in einer Vase oder so versteckt? Wenn man so schon nichts findet, könnte ich zutrauen. Alter, bin ich gut? Oder bin ich gut? Sorry, aber ist so. Sorry. Also sowas sage ich sonst nicht, ja, aber hier, das war jetzt wirklich der Oberknaller. Das war gerade einfach nur eine Blitzidee. Vielleicht mal einfach mit der Vase, weil wir jetzt das hier zum Schlagen bekommen haben. Boah, Hammer. Geil. Mega nice. Okay. Die Lampe machen wir mal wieder an, wenn es wirklich dunkel ist. Was? Bleib liegen, ne? Okay, komm. Das war das Letzte. Wir haben auch keine Muni oder sowas. Keine Munition. Willst du mich gerade verarschen? Woher soll ich bitte wissen, dass ich da irgendwas drücken muss? Es sieht aus, als wären einfach nur Schaltflächen, die einfach so blinken. Als wenn man da jetzt nichts machen könnte. Woher soll ich wissen, dass man da was dran machen muss? Ganz ehrlich hier. Weiß ich doch nicht. Ja, ich habe keinen Plan. Aber was wollt ihr jetzt von mir? So. Ah, jetzt muss ich da aufpassen. Alter. War doch richtig. Was wollen die denn von mir hier? Okay, warte mal. Ja, mach. Mann! Okay, war richtig. Und jetzt? Hallo? Leuchtet das jetzt? Ah, jetzt geht's! Okay. Oh Mann, ey. Muss man erstmal drauf kommen. So, und zwar jetzt passen wir gut auf. Was hinter der Tür lauern könnte. 989. 456. Okay, macht euch bereit, Freunde. Keine Munition, ey. What are those crazy bastards thinking? Ken is never gonna believe this. He's probably wondering where the hell I am. I better get back to the car. Ja. Alter, einfach dieser Schock, Alter. Dieser Riesenschock, wenn du die Tür aufmachst und denkst, jetzt kommt dir ein Vieh entgegen. Oh. Wir sind endlich frei, ey. Die ganze Zeit wurden wir hier eingesperrt.